Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute habe ich ein extrem kleines Gadget, aber sehr smartes Gadget für euch im Test, und zwar den Switchbot. Was er kann und was ihn besonders macht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Als allererstes möchte ich mich recht herzlich beim Hersteller bedanken. Der hat mir nämlich das Sortiment hier zum Test zur Verfügung gestellt. Ja, was erwartet euch in dem heutigen Video? Wir schauen uns gleich zu Beginn erstmal an, was wir überhaupt hier vor uns stehen haben und natürlich auch, was man damit anstellen kann. Dann werde ich ein bisschen was von meinen eigenen Erfahrungen mit den Produkten hier berichten und dann werden wir uns natürlich auch die App anschauen. Da gibt es nämlich auch eine, die euch zur Verfügung steht, mit der ihr extrem viele Dinge einstellen könnt, und zum Schluss gibt es ein kurzes Fazit. Schauen wir uns an dieser Stelle doch mal die drei Geräte im Detail an. Ich würde sagen, ich starte mal mit dem Hub. Das ist nämlich das Herzstück. Ihr könnt zwar die beiden Geräte auch ohne den Hub benutzen, aber einfach vom smarten Aspekt her macht es durchaus Sinn, den Switchbot Hub Mini zu benutzen. Im Lieferumfang ist enthalten ein USB-Kabel. Es ist kein Netzstecker mit dabei, sodass ihr halt selbst gucken müsst, wie ihr das Ganze mit Strom versorgt. Aber ansonsten kann es dann eigentlich direkt losgehen. Es ist auch noch eine kleine Anleitung mit hier dabei, aber im Endeffekt braucht man die eigentlich nicht. Hier oben ist ein Knopf, um das Ganze zu steuern, und dann war es das. Dieser Hub ist quasi das Herzstück, dass ihr die beiden Geräte dort mit verbinden könnt. Sobald sie dort eingebunden sind, könnt ihr sie übers Internet auch mit anderen Services verbinden. Was hier wirklich richtig genial ist, ist die Möglichkeit, dass ihr die Geräte sowohl mit Alexa als auch mit dem Google Assistant als auch mit Siri als auch in IFTTT einbinden könnt. Also im Endeffekt ein wunschlos glücklich Paket, was wirklich sehr cool ist. Der Hub selbst kostet 35 Euro. Finde ich, geht in Ordnung. Klar, es ist noch ein zusätzlicher Hub, den ihr zu Hause dann habt, neben vielleicht schon anderen Smart Home Zentralen, aber es ist es wirklich wert. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, vorhandene Infrarot-Fernbedienungen hier anzulernen und dann darüber zu steuern. Das ist noch ein weiteres Feature, was für mich persönlich jetzt nicht so interessant ist, einfach weil ich nicht so viele Fernbedienungen hier habe. Ich steuere mittlerweile alles über den Logitech Harmony Hub, aber es sei natürlich dazu gesagt, dass diese Funktion hier auch zusätzlich unterstützt wird. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf den Switchbot selbst. Das ist letztendlich einfach ein kleiner Schalter. Mit diesem kleinen Schalter könnt ihr nicht smarte Geräte smart machen. Bedeutet also, ihr klebt dieses kleine Teil einfach irgendwo drauf und dann bewegt sich dieser kleine Hebel, den ihr hier auf der Vorderseite seht, und schaltet einfach ein Gerät an oder aus oder einen Lichtschalter an oder aus. Mein erster Gedanke, was ich mit dem Gerät angestellt habe, war, einen Taster an meinem Badezimmer zu montieren und dort meine Lüftung mit an- und auszuschalten. Das ist einer der wenigen Schalter bei mir in der Wohnung, die noch nicht smart sind. Ansonsten habe ich alles mit Unterputzlichtschaltern smart gemacht, aber dieser Lüftungsschalter, der war bisher immer noch unsmart, und jetzt klebt er einfach hier dran. Ihr habt aber zum Beispiel auch die Möglichkeit, diesen Schalter zum Beispiel hier oben auf den Electrolux Trilobite Saugroboter drauf zu kleben. Für einige, die ihn nicht kennen, das ist der erste Saugroboter aller Zeiten, also ein sehr, sehr altes Modell, eine Rarität quasi. Und dann könnt ihr diesen kleinen Freund hier drauf kleben und dann wird ein nicht smartes Gerät smart. Eine wirklich sehr, sehr coole Sache. Kostet 25 Euro, lässt sich entweder halt über den Hub betreiben oder aber auch einfach nur per Bluetooth. Dann ist natürlich die Reichweite extrem eingeschränkt, aber es wäre auch so möglich. Dann gibt es noch hier ein Raumthermometer und Hygrometer. Das zeigt euch die Temperatur und die Luftfeuchte an. Ihr merkt es gerade, wir sind im Sommer und immer noch am Schwitzen mit 27 Grad hier im Arbeitszimmer gerade. Ihr habt auch kurz den Hinweis noch, dass die Batterien voll sind. Da kommen zwei AA-Batterien rein, einfach hier auf der Rückseite, und dann funktioniert das Ganze schon. Das selbst hat jetzt erstmal so gesehen keine wirklich smarte Funktion, aber in Kombination mit dem Hub und dem Switchbot lassen sich da ein paar schöne Sachen realisieren. Das erste, was mir da eingefallen ist, ist zum Beispiel, ihr habt eine nicht smarte Klimaanlage und möchtet zum Beispiel, dass die Klimaanlage bei einer gewissen Temperatur
Temperatur eingeschaltet wird, dann sagt er einfach, wenn das Thermometer wärmer ist oder wenn es mehr als 27 Grad ist, soll der kleine Freund hier auslösen und die Klimaanlage anschalten. Also so Sachen sind da möglich. Das ist momentan nicht verfügbar. Ich habe es gerade noch mal gecheckt, aber könnt ihr euch gerne selbst noch mal vergewissern. Link ist in der Produktbeschreibung unten, in der Videobeschreibung unten. Sollte, soweit ich weiß, um die 19 Euro kosten. Also so ein Set würde 35 und 25 sind dann 60, knapp 80 Euro für so ein Dreier-Set und dann halt jeder weitere Switchbot hier nochmal 25 Euro. Klar, auf Dauer geht es ins Geld, aber wenn ihr ein Gerät habt, was auf Teufel komm raus nicht smart sein möchte, ist so ein kleines Teil wirklich eine richtig, richtig coole Lösung und kann euch das Leben vereinfachen. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, ich erzähle noch ein bisschen was von meinen Erfahrungen. Meine Erfahrung mit dem Switchbot in den letzten Tagen ist wirklich positiv. Ich habe es vorhin schon angemerkt, ich habe einen Switchbot bei mir im Badezimmer an meinem Lüftungsschlitz, an meinem Lüftungsschalter befestigt. Das ist einfach ein Lichtschalter bzw. Schalter, der bei mir noch nicht smart gewesen ist. Das ist ein Taster, bedeutet also, wenn ihr den drückt, springt der sofort wieder zurück. Das heißt, ich brauche hier dieses kleine Klebepad überhaupt nicht montieren. Das ist kein Schalter im klassischen Sinne, der immer hin und her bewegt werden möchte. Deswegen ist es noch komfortabler in meiner Situation und das funktioniert wunderbar. Ich habe das Ganze natürlich hier über den Hub eingebunden, sodass ich jetzt meine Lüftung per Sprache steuern kann. Das ist einfach ein Schalter, den ich nie smart bekommen habe. Alles andere ist ja eigentlich bei mir mittlerweile smart. Die Unterputzlichtschalter wurden durch smarte Lichtschalter von Homematic IP ausgetauscht und viele andere Geräte sind im Endeffekt auch wirklich bei mir smart. Das heißt, für mich macht der Switchbot nur an manchen Ecken wirklich Sinn. Und ich habe festgestellt, mittlerweile ist fast bei mir alles schon smart, aber ihr könnt natürlich auch den Switchbot zum Beispiel an eurer Gegensprechanlage nutzen, wenn ihr per Smartphone zum Beispiel irgendjemandem die Tür aufmachen wollt, da könnt ihr ihn dran kleben. Ansonsten habe ich es vorhin auch schon gesagt, ihr könnt auch eine Routine anlegen in Kombination mit dem Thermometer hier. Wenn ihr zum Beispiel eine Routine anlegt und sagt, hey, wenn es wärmer als 26 Grad ist, soll der kleine Switchbot hier aktiviert werden und dann zum Beispiel die Klimaanlage anschalten. Ihr könnt ihn auch einfach Klimaanlage nennen und wenn ihr eine nicht smarte Klimaanlage habt, dann eben per Sprache anschalten. Also all das sind so Situationen, die möglich sind. Ich habe es vorhin angesprochen, ihr könnt so einen kleinen Schalter auf einen nicht smarten Saugroboter drauf. Also letztendlich sind euch, was das Ganze angeht, wirklich keine Grenzen gesetzt. Überlegt einfach, was wollt ihr unbedingt steuern und war bisher noch nicht so möglich. Was ich ausprobiert habe, was leider nicht funktioniert hat, ich habe letztens erst den Bosch Cookit getestet. Das ist eine smarte Küchenmaschine. Videos findet ihr auch alle unten auf dem Kanal verlinkt. Das geht nicht, weil der wird mit Touch angeschaltet. Das heißt, dieser kleine Schalter hier selbst kann kein Touch imitieren. Jetzt könnte man versuchen, es gibt manchmal auf Kugelschreibern auf der Rückseite so ein Gummipad, was auch für Touchen auf Tablets zum Beispiel vorgesehen ist, habe ich nicht ausprobiert. Könnte man sich eventuell hier draufkleben und dadurch auch einen Touch simulieren. Ihr merkt schon, es ist vor allem ein kleines Gadget, um eigene Ideen eventuell umzusetzen oder zu verwirklichen. Ihr merkt schon, es gibt wirklich unheimlich viele Situationen, wo man so einen kleinen Helfer nutzen kann. Wie gesagt, wenn bei euch schon alles irgendwie smart umgesetzt ist, dann habt ihr vielleicht nicht so unbedingt die Verwendung dafür, genauso wie es mit der Infrarotfernbedienung ist, die hier im Switchbot Hub schon integriert ist. Ich nutze sowas einfach gar nicht, auch beim Harmony Hub. Da habe ich einmal die Bluetooth-Befehle bzw. Befehle festgelegt und nutzt das Ganze sonst einfach überhaupt nicht mehr. Eigentlich alles nur noch per Sprache, noch besser halt per Routine. Genau, so viel zu meinen Erfahrungen. Ich würde sagen, wir werfen jetzt nochmal einen Blick in die App. Werfen wir an dieser Stelle noch mal einen kurzen Blick in die App. Ihr seht hier die Startseite vom Switchbot. Ihr seht hier auch die eingebundenen Geräte. Wir haben hier auf der Oberseite einmal das Thermometer. Das zeigt gerade auch den aktuellen Wert an. Das dauert immer eine Sekunde, bis sich das Ganze synchronisiert. Wenn wir das Ganze einmal nach unten ziehen, haben wir jetzt auch hier die Anzeige, dass wir hier per Cloud verbunden sind. Wir können jetzt einmal beim Thermometer entweder hier die Historie abfragen, stündlich, täglich, wöchentlich und so weiter und so fort.
Ihr könnt wieder rausgehen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel hier die Klimaanlage euch anschauen. Das ist Klimaanlage, ist dieser kleine Switchboard hier. Wenn ihr auf das Einstellungssymbol geht, könnt ihr hier verschiedene Modi auswählen. Unter anderem auch den Cloud-Service, von dem ich vorhin gesprochen habe. Szenen, Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT. All das ist möglich und gehen wir wieder zurück. Ihr könnt natürlich auch den Namen hier verändern. Das Ganze dann per Sprache steuern. Hier seht ihr noch Firmware-Update und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt hier auf die Klimaanlage draufdrücken, seht ihr diesen kleinen Ring. Und der Hebel bewegt sich. Ihr kriegt nochmal eine Bestätigung, dass der Befehl gerade ausgeführt wurde. Und das ist es im Endeffekt gewesen. Hier unten Badezimmerlüftung ist der Switch, von dem ich vorhin gesprochen habe. Auch den könnt ihr so ausführen. Ansonsten habt ihr hier noch den Hub. Auch hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, Einstellungen vorzunehmen, umzubenennen und so weiter und so fort. Das ist im Endeffekt erstmal hier die Startseite. Hier oben könnt ihr weitere Geräte hinzufügen. Das ist interessant, weil ich es vorhin gesagt habe, ihr könnt den Hub, der jetzt natürlich als am Strom angeschlossen ist, damit das Ganze hier funktioniert, per Infrarot anlernen. Da habt ihr hier die Möglichkeit, verschiedene Fernbedienungen anzulernen. Das habe ich in meinem Fall nicht gemacht, einfach weil ich keine Fernbedienungen mehr nutze und Infrarot einfach auch immer einen Sichtkontakt benötigt. Und da, wo bei mir der Hub steht, habe ich einfach keine Möglichkeit, irgendwie ein Infrarotgerät zu steuern. Das ist einfach der Grund. Wenn ihr aber bei euch Platz habt und den Hub so positionieren könnt, dass zum Beispiel ihr euren Fernseher damit einschalten möchtet, dann ist das auch möglich. Ihr müsst aber eine Infrarot-Fernbedienung haben. Ansonsten gehen wir nochmal zurück und gucken hier auf die Seite. Ich habe von den Szenen gesprochen. Das ist zum Beispiel meine Szene, die ich vorhin angelegt habe. Wenn es wärmer als 26 Grad ist, dann soll einmalig hier der Switchbot auslösen und meine Klimaanlage anschalten. Das ist jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, um in einer Abhängigkeit von der Temperatur eine nicht smarte Klimaanlage smart zu bekommen. Das ist eine sehr schöne Sache und ermöglicht einem halt eben unheimlich viel. Das ist jetzt, wie gesagt, auch wirklich erstmal nur ein kleiner Teil von dem, was ihr machen könnt. Letztendlich ist eurer Fantasie da keine Grenze gesetzt. Ihr könnt die kleinen Geräte in die Alexa-App einbinden. Ihr könnt dann die Geräte dort auch weiterverwenden. Ihr könnt sie per Sprache steuern, mit Google Assistant genau dasselbe, mit IFTTT ebenfalls. Da habt ihr noch Möglichkeiten, das Ganze mit irgendwelchen anderen Services zu verbinden. Zum Beispiel, wenn der Switchbot angeschaltet wurde, dann lasst die Philips Hue-Glühbirnen rot leuchten oder so. Also da sind unheimlich viele Möglichkeiten einfach möglich. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Mein abschließendes Fazit zum Switchbot. Ein kleines Gerät, was jeder unbedingt in seinem Haushalt oder Repertoire haben sollte, wenn ihr Geräte habt, die nachträglich smart gemacht werden sollen. Es ist wirklich klein, mit einem Preis von 25 Euro, wenn ihr es per Bluetooth steuern möchtet, beziehungsweise mit dem Hub, der nochmal 35 Euro extra kostet, seid ihr bei der Erstanschaffung bei einem Preis von 60 Euro, könnt ihr nahezu jedes Gerät nachträglich smart machen. Das ist wirklich eine richtig, richtig coole Sache, gerade wenn ihr nicht irgendwie bereit seid, ein neues smartes Gerät zu kaufen. Nehmen wir zum Beispiel ein mobiles Klimagerät, so ein Teil ist teuer, oder ihr möchtet es eventuell von einem Hersteller, der keine smarten Funktionen dafür anbietet, dann habt ihr einfach hier den Switchbot, den klebt ihr drauf und dann ist euer Gerät zumindest in der Grundfunktion anschalten, ausschalten smart. Ich finde den Preis von 25 Euro, es ist eine Abwägungssache, ich finde den Preis absolut gerechtfertigt, einfach weil ihr unheimlich viele Integrationsmöglichkeiten habt und er ist hochwertig verarbeitet, er funktioniert einwandfrei, hat in meinen Tests die letzten Tage überhaupt keine Probleme gemacht, von daher wirklich meiner Ansicht nach eine absolute Kaufempfehlung, wenn ihr ein Gerät smart machen wollt. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin schockiert, dass ich den kleinen Helfer hier nicht schon viel früher bei mir zu Hause im Test hatte, einfach weil ich echt erstaunt bin, inwieweit das Ganze
euch halt wirklich weiterhelfen kann. Ja? Also wirklich eine sehr coole Sache. Auch mit dem Thermometer habt ihr die Möglichkeit, das Ganze in eine Beziehung zu setzen oder in eine Abhängigkeit zu setzen. Auch das ist eine schöne Sache. Also wenn ihr da irgendwie was im Kopf habt, was ihr damit realisieren möchtet, dann ist das auf jeden Fall genau das Richtige für euch. Ich hatte es schon gesagt, ich habe euch die Produkte natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, wenn ihr Fragen haben solltet, dann hinterlasst mir doch mal einen Kommentar. Vielleicht habt ihr ja auch schon einen Switch-Spot bei euch zu Hause. Ihr habt mit Sicherheit richtig coole Ideen dann schon gehabt, was ihr damit umgesetzt habt. Berichtet doch mal davon, ich bin neugierig. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns in der Smart Home Gruppe auf Facebook wieder treffen. Dort könnt ihr auch einige Fragen stellen. Das ist eine große Community, wo alle Themen aus dem Bereich Smart Home behandelt werden. Dementsprechend schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, unterstützt ihr mich natürlich extrem damit und macht mir auch eine Freude. Also denkt daran, auch die kleine Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr in Zukunft keine Videos mehr und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.